Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield. Wieder mit dem Kravitz. Hallöchen. Und wir zocken Capture the Flag. Hui. Auf geht's. Auf dem Motorrad. Ja. Diese... Oh. Wow. Was war das denn? Ja, hey. Boah, das müssen wir hinkriegen. Alter. Oh, warte. Da ist einer vor uns direkt. WTF. Ich halt nicht sehe. Also im Normalfall wäre ich schon 6-mal gestorben an der Stelle jetzt gerade. Aber okay. Ich wollte gerade sagen, du lebst noch? Okay, einen konnte ich da wegnehmen. So. Oh, drüben ist ein Tank. Boah, wie viele Minen liegen hier rum? Ganz schön viele, würde ich sagen. Sollen wir mal hier? Oh nein, den hat er sich gekrallt. Oh, warte, warte, warte. Ja, bin dabei. Oh, fuck. Wie war das letzte Mal noch mit dem Tank? Ey, gekonnt ausgewichen. Oh, was war das denn? Ich hoffe, er hält nicht vor. Ja gut, jetzt hat er uns nicht mehr in Sicht. Aber ich finde, das haben die gut hingekriegt, weil hinten ist relativ ruhig. Lass mal versuchen, hier irgendwie was anzustellen. Oh, okay. Nachladen. Stopp, stopp, stopp. Oh. Wie ich da noch drauf sitze. Nein, 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 nein. Ja, das war eigentlich nicht im Plan. Oder nicht eine Granate? Ja. Das Doofe ist, wenn du halt irgendwo in der Nähe von dem Dingens stehst. Wie heißt es? Ja, hey. Oh, oh mein Gott. Ich bin tot. Ich auch. Nein. Wenn du in der Nähe von dem hier Fahrzeug zum Beispiel oder dem Dirtbike stehst und dann halt die Taste drückst zum Nachladen und es ist zufälligerweise dieselbe Taste wie auch zum Einsteigen. So, und schon bist du drauf. Ja, ne? Total cool. Gut überlegt. Oha. Aber Motorrad fahre ich immer von C, also mit C, Außenansicht. Ja. Soll jetzt einen geilen Backflip machen? Ah, schade. Eben. 360 Backflip, ne? Nochmal extra Punkte. Oh, Panzer. Links neben uns war einer. Ja, die sind hier überall. Aber wir könnten sie auch einfach mal ignorieren. Scheiße, oh, wow. Ich eigentlich einfach da reinfahren wollte. Ich könnte eigentlich mal eine andere Waffe nehmen, anstatt die AK. Oh! Welches zu empfehlen? M416? M416 ist ganz gut, die L85. Ich würde die mal ausprobieren, die ist eigentlich ganz einfach, oder die ist KL. Achso, gut. Glaube ich, nehme aber mal den. Ne, ich behalte den erstmal. Oder die AUG. Ach genau, die AUG, die war eigentlich auch nicht schlecht. Da habe ich früher öfter mal gezockt. Wie gut, dass ich mich immer so ganz schnell entscheiden kann, so, welche Waffe ich nehme. Dumm-ti-dumm. Lalala. Ene-mene-mu. Müsste ein Knopf gehen mit Random. Ja, eben. Einfach mal W für mich. Oh, da fahren welche rum. Kill ist 37. Oha. Ach Mist, mal, die sind ja schon tot. Vor uns. Der Kochprofi. Und Podesa, der Kochprofi. Das ist aber auch nur hartes Rumgekämpfe hier, oder? Ja, es ist schon viel Rumgekämpfe. Also je nachdem, auf welcher Seite man ist, ne? Ja, eigentlich auf beiden Seiten. Das ist, die tun sich da alle nicht hier. Also das KL ist auf jeden Fall auch ganz gut. Aha, wir nehmen gleich mal die Fahrzeugabwehr. Heiser! Ich nehme mal hier einfach so. Warte mal, warte mal. Ich habe die Idee. Sein Kit nehmen, reparieren. Auf geht's. Ah! Ja, okay, das hat super geklappt. Bist du auch weg? Ja, ich saß drin. Cool. Ich dachte schon, warum kann der nicht mehr fahren? Da war ich schon tot. Ja, wieso ist alles so schwarz und wieso bin ich wieder im Menü? Komisch. Nehmen wir die Javelin, die ist doch bestimmt gut hier. Ja, kannst vor allem immer schön die Dirtbikes
Mit anvisieren. Genau, so sieht's aus. Wie ich halt gerade bei jemandem spawnen wollte. Und kurz bevor ich gesucht habe, sehe ich halt, wie der drauf geht auf dem Motorrad. Das wäre halt schon wieder, ne? Achso, und weg war er, oder was? Ja, total der gute Spawn gewesen. Da ist ja einer im Haus, glaube ich. Ja. Laut Minimap. Oh! Ja, ist down, ich auch. Dunkelbrot. Ah, das bin ich wieder. Dunkelbrot oder dumm wie Brot? Na. Was hat hier Laserpointer drauf? Bringt das ja richtig. Welche Waffe denn? G3 A3. Achso. Wie G3 A3? Glaube ich. Wahrscheinlich nicht. Du bist ja NG. Achso, dann gucke ich lieber gleich nochmal. Ja, unfähig. Yep. So ist man unfähig und tot. Oh, oh, oh. Im Deutschen steht er unfähig, oder was? Achso, ne. Wie der Typ halt hier, weißt du, hier doch stand, wo ich jetzt bin und von nach vorne gerobbt ist die ganze Zeit. In den Gebüschen. Ja, geil. Kann man natürlich auch mal versuchen. Es heißt kampfunfähig, wie heißt das denn bei dir? Achso, disabled steht einfach nur. Achso, ja okay, das ist eigentlich besser. Ah, ich finde Englisch eigentlich ganz cool, so kurz und so, kurz knackig. Ja, kampfunfähig, weißt du. Hilfe bei Kill. Warte mal, wie steht das? Wie steht's in der deutschen Version? Hilfe bei? Doch, Hilfe bei Kill. Was ist das denn eigentlich? Hilfe bei Kill? Englisch. Was ist das in Deutsch? Ja, eben. Die Zahl ist nichts Ganzes. Hilfe bei Tötung hatten die bestimmt am Anfang. Dann dachten die, nee, komm mal. Das klingt einfach viel zu schlecht. G53, die habe ich. Wo ich noch nichts für habe. Wow. Okay, aber trotzdem. Wo war der Entfernung? Ich habe übrigens jetzt irgendwie vergessen, so den Wegknopf loszulassen und bin einfach ein bisschen nach vorne gerannt. Genau, ich nehme die Skaha in Wüste. Jetzt sehen die meine Waffe nicht, dann denken die alle so, hä, was hat der denn da? Ist ja Wüstentarn drauf. Ich glaube, oben ist einer im Haus, ne? Ah, ne, unten auch. Scheiße. Bist du bei mir eigentlich? Nee, bist du nicht. Okay, da bewachen manche unser Haus. Ja, jetzt bin ich eh tot. Oh, Little Bird. Hat er dich? Ne, ich wollte rein. Ach so. Ja, der macht auch richtig viel Fun. Finde ich. Also der macht mir richtig viel Spaß. Wie der Kollege letztes Mal immer in dem Heli ausgestiegen ist, weil er dachte, ich krieg die Kurve nicht mehr. Mhm. Und dann glaube ich zwei oder drei Mal ist er immer ausgestiegen und dann hat er gesagt, also beim nächsten Mal bleibe ich drin. Und dann ich so, steig aus und er so, ich bleib drin, tot. Hat er wirklich wahr gemacht. Rechts läuft einer, der ist fast schon tot. Na, wo ist er denn? Da ist er. Hast du? Jo. Voll tot. Ist da nicht irgendwie ein Tank oder so? Oder kommt ein Motorrad? Wow! Was? Also der kann eigentlich nicht mehr leben. Oh, weg ist er. Ja, ich würde schon sagen, der hat von mir auch schon so grob geschätzt 2.000 bis 3.000 Hitmarker bekommen. Gib mir mal ein Medikit, bitte. Wo bist du denn? Ach, da. Hier. Ist das hier? Umarm das Medkit. Genau. Aber deins vor allen Dingen. Ja, klar. Nicht die anderen. Das ist auch geil. Erstmal das andere Medkit wegschießen. Ja. Ja, so kannst du dich richtig nerven, wenn du dauerhaft alle Medikits kaputt machst. Ja, das glaube ich wohl. Oh. Oh, warte. Du bist mal eigentlich. Was? Der Heli ist markiert. Ach, ist er? Cool, habe ich gar nicht gesehen. Ja, das sehe ich wahrscheinlich gar nicht. Ohne. Sauber. Hast du bekommen, ne? Sauber. Double Kill. Wenn ich das mache, klappt das nie. Oh, gegenüber ist einer. Jo, war. Ah, sehr gut. Den hat das. Oh, Tank. Oh. Lenkt den ab, ich gehe rein. Nein, warte, hier von der Seite gehe ich mal rein, da war gerade einer. Okay. Ja, hey.
Oh! Ja, oh, das war eher nicht so gut abgelenkt. Das war mehr so ein reinlaufen und töten lassen. Er ist alleine auch noch. Warte, ich spawn mal mit APGs bei dir. Oder mit C4, warte, ich komme mit C4. Ganz sneaky. Ja, warte, hier ist gerade einer irgendwo da. Wie der hier einfach nur reinballert, ne? Boah, Alter. Ich habe jetzt so viele weggehackt. Da ist dir wohl ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Tank down! Little Bird! Hui! Ma! Jetzt ist aber ein anderer drin. Jetzt bräuchte ich die Medkit. Alles so schwarz-weiß. Ätzen mit der Farbe immer. Oh. Was machst du? Ich wollte die Granate, die Mine zerstören mit einer Granate. Oh, einer noch bei mir. Boah, wo saß der denn drin? Boah, war das schlecht. Das auch. Ach komm, so schlecht war das gar nicht. Nö. Wir hätten vielleicht mal ein bisschen auf die Uhr gucken sollen, so. Ja, hab ich. Da stand gerade noch 2 Minuten noch was und dann hatten die schon eine Fahne. Und ich dachte, pimmelst du ein bisschen rum, so. So, Rückrunde. Das ist bestimmt wieder Eroberung oder sowas. Wahrscheinlich. TDM oder so. Wie meine Kollegen nur Noscha-Kanäle zocken, ne? Gott, wie ich das halt irgendwie... Ich weiß nicht, kann das... In allerhöchsten der Gefühle vielleicht so... 2 Stunden. Das ist ja noch... Das ist ja noch viel zu lange für mich, ey. Aber wenn ich die mal sehe, du siehst sie und dann Noscha-Kanäle. Dann denkst du, ne, komm, lass sie mal zocken. Ja, wobei ich dann aber auch schon so Waffen durchswitch, ne? Also ich spiele ja schon mal gern so aggressiver Sniper. Ach so. Da gibt's mit auch einer Schrotflinte oder was? Nee, schon mit, wie heißt die? Die SV-98 mag ich da sehr. Oder die L-96. Ja. Das ist schon ganz cool mit denen.